Also ich bin wirklich sehr beeindruckt, also diese Kreativität und dieser Einfallsreichtum, was die Mädchen sich also haben einfallen lassen, ob sie jetzt Bambi gebacken haben, ob sie die Jury-Sitzung nachgestellt haben, selbst verfasste Songs vorgetragen, Gedichte, ja, und das sind so viele Begabungen dabei. Also wir waren einfach nur sprachlos. Was die Mädels sich einfallen lassen haben, ist wirklich unglaublich. Also da hätten wir eigentlich mehrere Miss Bambis wählen können, weil die konnten alle was ganz Außergewöhnliches. Manche haben einfach mit Natürlichkeit überzeugt, andere haben wunderschön gesungen oder haben sich Gedichte ausgedacht. Also es war wirklich einfach nur überwältigend, wie viele sich beworben haben und was die Mädels wirklich auf die Beine gestellt haben. Es ist uns wirklich nicht leicht gefallen, weil wirklich tolle Mädchen dabei waren. Aber wir haben uns dann eine ausgesucht, wo wir alle gesagt haben, die hat uns berührt, die steckt an mit ihrer Fröhlichkeit und die ist es. Jasmin ist eigentlich das, was wir gesucht haben, wirklich so ein richtig natürliches, fröhliches Mädchen, die mal einen Tag wirklich diesen Cinderella-Tag haben möchte und einmal komplett rausgerissen werden aus dem Alltag und was ganz, ganz Tolles, Unvergessliches erleben. Ihr Video war wirklich super süß und herzzerreißend, wie sie gesungen hat und dann zum Schluss mit ihren Freundinnen auf dem Bett rumgehüpft hat. Das hat uns einfach mit ihrer Lebensfreude überzeugt und da waren wir uns alle einig, Jasmin ist unsere Miss Bambi. Sie hat sich mit ihren Freundinnen gezeigt, mit ihrer Schwester und sie sind ein bisschen rumgehüpft und irgendwie möchte man das Mädchen am liebsten umarmen. Und da gibt es in diesem Video gibt's so einen kleinen Moment, da lacht die das Leben an, da ja. Geht einem so richtig das Herz auf und sie sagt ja auch über sich, ich will die Leute zum Lachen bringen. Sie hat uns zum Lachen gebracht und ich glaube, sie wird mit ihrer tollen Art ganz viele Menschen zum Lachen bringen.